So, jetzt Bühne frei, liebe Zuschauer, für die rheinischen Rammler und das sächsische Doppelloch. Auf diese Moderation habe ich mich ganz schon gefreut. Jetzt hast du es geschafft. Vergessen Sie langweilige Karaoke in versteckten Kneipen. Jetzt kommt die Alternative schlechthin, Porno-Karaoke. Natürlich alles jugendfrei, zumindest bei uns. Schade. Hallo. Es werden schräge Erwachsenenfilme aus den 70er und 80er Jahren auf einer Leinwand gezeigt. Meist mit Tier- oder Superheldenkostümen. Und die Teilnehmer sitzen auf der Bühne und müssen die verbotenen Filmchen synchronisieren. Auch Reporter Mario hat sich mit zwei erfahrenen Teilnehmern reingeschlichen. Oh, ich krieg euch zwei noch garantiert gehandelt. Der Robin hat heute frei. Porno-Karaoke klingt erstmal abstoßend, aber ist mittlerweile richtig angesagt. Dabei haben Sebastian Kulka und seine Freunde erst vor 4 Jahren mit ihrer Mission begonnen. Wir haben wirklich sehr ausgewählte, lustige Filme und es geht eigentlich voll um den Fun-Faktor so dabei und nicht um eine sexualisierte Art. Das beste Team gewinnt. Heute möchte Reporter Mario dazugehören. Er hat sich dafür mit Jenny und Elisa getroffen. Sie haben bereits mehrfach gewonnen und wissen, wie es läuft. Meistens haben die Pornos ja auch am Anfang noch so eine Pseudo-Geschichte drumherum, die man sich dann ausdenken muss. Und wenn wir das gut hinbekommen, dann können wir auch den Rest darum stricken. Kreativität ist gefragt und vor allem keine falsche Schüchternheit. Das ist wie beim Sex. Also danach bist du befreit und entlastet und der Druck ist weg. Jenny und Elisa haben sich bei der Schmuddel-Karaoke kennengelernt. Hemmungen vor Freunden und Familie gibt es keine. Als ich das erste Mal beim Porno-Karaoke dabei war, waren die Eltern von meinem Freund mit dabei. Und die haben am lautesten geklatscht am Ende. Und ich bin da auch alle Freunde mit ein. Also es sind alle immer da mit dabei, aber einfach, weil sie es auch cool finden. Weil es halt eine angenehme Atmosphäre ist. Du guckst halt einfach mit Freunden Pornos. Das ist, wo kann man das machen? Zum Beispiel im Toast Hawaii in Berlin. Mit kleinem Stil-Upgrade ist Mario nun für den Abend gewappnet. Kurz vor Beginn heuert der Chef noch ein paar Teilnehmer an. Wir brauchen einen Pornonamen für dich. Mein Pornonamen für mich? Ja. Billy Boy. Wenn alle Teilnehmer zusammen sind, kann's losgehen. Wir machen 3x3 Durchgänge und die Besten werden mit dem Applausometer gekürt. Das Publikum entscheidet, wer die besten Synchronstimmen hatte. Die bekommen eine Urkunde für zu Hause, für den Kühlschrank. Da freut sich die Mutti, wenn da dran steht, bester Pornodarsteller Berlins. Mario und seine Begleiterinnen machen den Anfang. Jetzt bloß nicht schlapp machen. Guten Abend, ich bin Batman. Sag, dass du mich liebst, los. Nach 5 Minuten sind die drei endlich erlöst. Wir waren fantastisch. Du warst perfekt. Ja. Lange durchgehalten, 5 Minuten, ja. Super. Das war wirklich gut. Mehr als sonst quasi, ja. Jetzt dürfen noch 2 andere Teams antreten. Gleiche Länge, anderer Film. Hast du eigentlich schon mal einen Schildkrötenpanzer gesehen? Guck doch mal. Und dann ist es auch schon soweit. Die Entscheidung. Wir brauchen einen Applaus für die erste Runde. Das war der Film Batman. Endlich am Ziel. Jenny und Elisa haben Mario zum Erfolg geführt. Vielleicht für ihn der Start einer ganz neuen Karriere.